Diana Steli, 43, steigt bei gute Zeiten, schlechte Zeiten ein. Die Schauspielerin ist für Serienfans alles andere als eine Diana Steli spielte schon bei Unter uns mit. Als zu Sommerfeld stand sie zwischen 1997 und 2000 für die Soap. Das Genre ist für die Schauspielerin also alles andere als neu, auch wenn die meisten Fans sie eher aus einer anderen Serie kennen dürften. Obwohl Diana auch in Soko Köln 4 Jahre lang die Hauptkommissarin spielte, den meisten TV-Zuschauern wird sie wegen einer ihrer anderen Rollen im Gedächtnis geblieben. In der Büro-Sitcom Stromberg spielte sie 10 Jahre lang die Tanja Seifert, neben Oliver Luck und Christoph Maria Herr. Doch die Rolle, die bei GZSZ auf sie wartet, hat mit Comedy so überhaupt nichts. Bei GZSZ wird Diana Steli als Melanie Evers zu sehen sein. Evers gilt eigentlich als verschollen, doch nun kommt heraus, Melanie lag 8 Jahre lang im Koma. Das heißt, 8 Jahre lang hat sie sich nicht bewegt und kein einziges Wort. Für Diana Steli schauspielerisch durchaus eine Herausforderung. Sie habe recherchiert und geprobt, wie sie die ersten Laute von sich gibt, wie sie ihre ersten Worte spricht. Dazu kam auch die körperliche Vorbereitung. Doch die größte Herausforderung war für Diana eine ganz andere. Denn Melanie hat nicht nur Probleme mit einigen motorischen Dingen, sie hat auch ihr Gedächtnis verloren. Im Interview mit RTL erzählt Diana, wie die Schauspielerin diese Herausforderung meistert, können Fans sich ab dem 3. Februar bereits bei TV Now ansehen.